Ach, ich liebe Schnetzler. Einsatz erfolgreich. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Die Außerwelten haben mehr Informationen über unser Land, Commander. Wenn sie so weitermachen, finden sie irgendwann die Avenger. Wir müssen sie aufhalten, bevor das passiert. Ja, ich arbeite dran. Aber gib mir mal Cola. So, getötete Feinde 5 von 6. Auserwählten nicht erwischt, aber 6 Verwundete. Krankenstation bald einsetzbereit. Das heißt, von wegen hier 30 Tage oder so. Dieser Ehrung folgte eine Schweigeminute für die von XCOM ermordeten Friedenshüter. Was? Hab ich auch nicht gemacht. Alter, ist das knifflig. Wieder. Das sind jetzt 6 Mann jetzt in der Krankenstation. Also, die sich ausruhen müssen für sehr lange Zeit. 7, 4, 9, 14, 27 Tage. 16. Aber ein größerer Zusammenhalt bei allen. So, einen Kern und eine Priesterleiche. Das ist ein. Und einen weiteren Ingenieur. Wissenschaftler erhöhen den Forschungstempo und geben hier schnelleren Zugriff. Wir bräuchten mehr Wissenschaftler. Eigentlich. Ich frage mich nur, wofür. So, hier, Energieregel für mehr Energie. Oh, damit habe ich jetzt 32 Energie. Ich habe 105 Vorräte. Das heißt, ich kann eine Waffe vielleicht, wenn ich Glück habe, nach oben bringen oder ich muss Sachen holen. Ich meine, ich hätte gerne so ein Gefechtsgerät. Ich hätte gerne Blendgranaten. Bei den Rüstungen, naja, okay. Dazu brauche ich mal hier Advent-Soldatenleichen, aber die komme ich derzeit irgendwie ganz schlecht ran. 9 Tagen. Und hoffen wir, dass jetzt nichts passiert. Ich die Information bekomme, ich die verkaufen kann auf dem Schwarzmarkt. Widerstandskontakte. Jetzt nicht. Ja, es wird immer mehr. Ich muss mal hier angreifen. Ich muss mal die Dame hier platt machen. Vorratsbeschaffung und ich hoffe, dass ich jetzt die Kohle kriege dadurch. Informationsbeschaffung, her damit. Ja, hoffentlich passiert jetzt nichts. Diejenigen, die heute ihr Leben ließen, taten dies aus Trotz gegenüber den Ältesten. Und sie werden in den Armen der Götter keine Gnade finden. Ein Auserwählter ist gegen die Widerstandsaktivitäten dieser Region vorgegangen und hat die Vorratseinnahmen der Gegend gesenkt. Commander, die Auserwählten jagen uns unablässig, um sie in ihre Gewalt zu bringen und damit Angst und Schrecken beim Widerstand zu verbreiten. Wir müssen sie genau beobachten, denn sie sammeln immer mehr Informationen über unsere Pläne. Gemeinsam haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Befördert, Erfahrung erhalten, Zusammenhalt ist auch gestiegen, Hacken um 5, wunderbar, und 74 Vorräder. Das ist sehr gut, ist jetzt Rekrut. Zur neuen Protect-Aktion zuweisen. Ich müsste unbedingt mal den Raum hier ausbauen, damit ich hier 2 machen kann. So, Jagd auf die Attentäterin. Soldatenbelohnung, plus 5, dauert 12 Tage. Da müsste ich jetzt 2 meine Leute hinschicken, um das Lager von der ausfindig zu machen, damit ich das angreifen kann. Benötigt Soldat Major. Hammer nicht. Beute sichern. Attentat hat ein Gebiet gesichert. Für 9 Tage. Informationsbeschaffung 6 Tage. Kampfintelligenz verbessern. Soldatengesundheit plus 1. Oh, das ist gut. Wer braucht denn davon die Lebenspunkte? Wie viele gibt's denn? Wo haben wir denn? Ja, schwer verwundet, können wir nicht hinschicken. Auf jeden Fall Medic. Private DeBuzzo. Das wäre blöd. Wir brauchen jemanden, den ich dauerhaft einsetze. Dafür. Eigentlich ein Ranger. Aber erstmal hier. Befördern. Geht auch nicht. Eigentlich ein Ranger, weil die immer an der Front sind. Und eigentlich würde ich hier gerne Drago noch einen Lebenspunkt geben, aber schau dich mal an, wie lange die krank sind. Hab kaum noch Soldaten zur Verfügung. Komm, wir nehmen Cedric. Risiko Soldaten gefangen genommen. Aufheben. Plus einen Wissenschaftler. So, jetzt wird er nur maximal verwundet. In 7 Tagen ist mein Krenny wieder da. Er hat dann aber plus 1. Wir erledigen das, keine Sorge, Commander. So. Verdeckte Aktion 33% kürzer. Das ist gut. Ich kann diesen Raum hier tatsächlich verbessern.
Das ist super. Dafür brauche ich aber Geld. So, erstmal hier eine Kameradschaft stärken. Dann Adello Basso und Ambrosa Bandowski. Bestelltes Poster stellen? Nö. Größerer Zusammenhalt. Das heißt, bekomme ich Verbesserungen auf dem Feld. Soldatenanzeige, da ist noch was. Ah, hier, eine Beförderung. Grenadier. Okay, war auch nicht schlecht. Die ist jetzt Grenadier geworden. Habe ich zumindest einen weiteren Grenadier. Habe ich jetzt 3 Grenadiers. Aber halt Private, das ist ein Problem. Die brauchen mindestens Rang 3. Apropos Rang, warte mal. Da gab's in der Schulung Trainingszentrum. So, Fähigkeiten trainieren. Wir gehen nach Rang. Die mit höchsten Rang. Erstmal Valeria, Captain. So, die sagen, ich habe 43 plus 28, heißt, ich kann ein bisschen was beibringen. Das hier kostet 11. Schusshage. Einfache Kugelhage, der ein Ziel garantiert trifft, aber eine Menge Munition verbraucht. Aha. Von Tod von oben das Ausschalten eines auf einer niedrigen Position befindlichen Feindes mit Shotgun erfordert nur eine Aktion und beendet die Runde nicht. Aha. Führe einen Reflexschuss gegen einen beliebigen Feind aus, der sich innerhalb deines Schussfeldes bewegt oder angreift. Für 25 Punkte. Kriegst du gratis. Ist gekauft. Sind die Punkte weg. So, verbergen. Du kannst dich einmal in der Mission verbergen. Schattenangriff. Plus 25 Zielsicherheit, solange du verbogen bist. Wenn du ein oder mehr Kills machst, das hier ist nicht schlecht. Wenn der Trupp aufgedeckt wird, bleibt dieser Soldat verbogen. 7 Punkte da oben weg. Perfekt. So, Dragor. Was kann der lernen? Seria. Eine mächtige Kettenschussfähigkeit. Nein. Unerbittlich. Wenn du ein oder mehr Kills machst, erhältst du weiteren Zug, bringt auch nicht viel. Holozielen. Jeder gezielte Sturmschuss, Sturmgewehrschuss, ob Treffer oder nicht, markiert das Ziel, erhöht die Zielsicherheit seines Trupps um 15. Naja. Revitalisierung. Schicke ein Gremlin, um mentale Effekte wie Desorientierung und Betäubung aufzuheben. Gremlin löst einen sofortigen Scan des Gebietes aus, der Sichtbereich des Spezialisten für eine Runde vergrößert. Das hier wäre nicht schlecht für 11. Heben wir mal auf. Sehen, was der Skiplan kann. Erhalte eine Aktion nach dem Sprinten. Das ist schon mal nicht schlecht. Schieße mit einer minus 15 verminderten Zielsicherheit. Triffst du das Ziel, schießt du automatisch nochmal drauf auf. Wenn der 15 weniger trifft, ist es auch bloß schlecht. Heftiger Schuss gibt einen Schuss mit leichten. Nee. Sergeant Nova geht nicht, weil in Aktion. Der Warlord kann zerfetzen. Naja, als Nerv aber nicht so doll. Outrider kann lernen. Truppensicht. 25 Punkte hat er, aber nur 5. Was bringst du bei, was bringst du nicht bei? So, Skorpion. Erzeugt eine Säule aus Psy-Energie. Reisen. Angriffe haben einen Transition, Fokus zu erzeugen. Parieren. Verhindert nach einem Angriff mit Reisen jeglichen Schaden der des nächsten Angriffs, statt dich zu bewegen. Von Volt getroffen, Ziele sind einfach zu treffen und erhöhen die Zielsicherheit des Ziels um 15. Markierten bestimmt Ziel. Nein. Das ist. Ich meine. Die Punkte sind relativ wenig, aber es gibt nur bestimmte Skills, die ganz cool sind. Alles rein zufällig da unten, aber das ist halt verdammte Krütze. Bilde Soldatenfähigkeiten neu aus. Nein, will ich nicht. Kameradschaften stärken ist eine Sache, das andere nicht. Okay, ich habe 179 Kleingeld. Neue Befehle, Commander. Zeit mal einkaufen zu gehen. Testbereich. Projekt wählen. Schädelstecker. Beginnen. 14 Tage. 50 Vorräte. Ist wichtig. Wir fangen unverzüglich an, Commander. Sie hören von mir, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Verbraucht einen Kern. Für eine Granate oder experimentelle schwere Waffe. 12 Tage. Munition kriegen wir sofort. Granaten nach ein paar Tagen. Ja komm, wenn, dann nehmen wir Granaten. Eine Granate. Damit habe ich noch einen Kern. Ich lasse Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Commander? So, Technikabteilung. Ja, was ist jetzt besser? Entweder bauen, damit ich mehr Einnahmen kriege, ich bin eh schon bei 77, oder halt Ausrüstung. Ich brauche Ausrüstung bei euch. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Aber eigentlich brauche ich Waffen. Gremlin Mark II. Der Mark II ist eine verbesserte Version der Standard-Gremlin-Drohne. Damit wird nicht nur der Hack-Wert unserer Spezialisten deutlich erhöht, auch viele Fähigkeiten der Spezialisten werden mit einem fortschrittlichen Gremlin effektiver. Kostet mich 35 Vorräte. Gekauft.
Zur Railgun Spark, Ionenklaue, Kurzgewehr. Technogewehr Schnitter, 40 Vorräder. Okay, damit macht der Schnitter schon mal mehr Schaden, da ich den eh sehr viel mitnehme. Wäre das fantastisch. Scharmützler könnte man verbessern, aber wenn, dann nur das Kurzgewehr. Eigentlich müsste ich die Railgun hier verbessern. Aber eigentlich brauche ich Gegenstände. Noch mehr. Ich kaufe mal noch eine Blend für 35. Und dann bin ich auch schon wieder pleite. Zum Glück kriege ich dann das nächste Mal 77. Ich krieg einen Hals. So, Informationenbeschaffung läuft. Ist Protokoll fertig. Wunderbar. Kurz Überblick verschaffen. Wie viele Soldaten habe ich noch? Warum sind 8 im Krankenhaus? Naja, 2 bis 6 Tage. 25 der Schnitter. Das ist schlecht für mich. Ich muss hier den Ranger leveln. Ganz dringend. Die schicke ich jetzt auch immer hier auf Spezialmissionen. Sei es geil, sei es Dings, damit die noch extra Level kriegen. Okay, 3 Grenadiere. 3 Ranger. 3 Scharfschützen. Ne, 2 Scharfschützen. Die sich nicht viel nehmen, das ist gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spezialisten. Aber halt Private-Rang. Das ist schlecht. Das heißt, den nächsten Rekruten hebe ich mal auf. So, Information zu Ende scannen. Warten, dass einige Leute aus dem Krankenhaus wiederkommen. So, nächste Geheimeinrichtung gefunden. Jetzt wird es verzeiht hier. Jetzt wird Zeit, mal so eine Anlage anzugreifen, zu zerstören. Die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ja, ja, ich arbeite dran. So. Strategische Ressource gefunden. 35 Informationen. Jetzt kurz das Krankenhaus überprüfen. Das sind ja 1, 2 Tage, 4 Tage noch. Wer wäre einsatzbereit, um jetzt so eine Anlage anzugreifen? Also, von den Grenadieren nur Ambrosia. Ist okay, krieg mal hin. Ranger Valeria ist sehr gut. Spark wäre da, ist auch gut. Warlord wäre vorhanden. 8-Bo, nice. Showtime bei Sheep, auch nicht verkehrt. Bei den Specialists, bei den Guten keiner. Ich hätte dann nur einen mit doppelter Heilung und den Rest nicht so. Aber ich muss rein. Das heißt, wir gehen jetzt rein mit dem, was ich habe. Zerstören jetzt meine Anlage, damit das Avatar-Projekt da oben mal zurückgeht. Düstere Ereignisse bevorstehend. Die Aliens haben. Edwin geht hart gegen. Entweder neue Rekruten plus 100 oder hier Gesichtslose. Da verhindere ich die Gesichtslosen. So, dann würde ich sagen: Her mit der Anlage. 125 Vorräder. Ach, der wirst reich. Und wir verhindern mal das Avatar-Projekt teilweise und können mal die nächste Region aufdecken. So, hier ganz grob rausschmeißen. So, alle Ausrüstung und Gegenstände freigeben. Wir nehmen mit. Auf jeden Fall Scharfschützer. 8-Ball, komm da rein. Wir nehmen mit einen Ranger. Ja, am besten erstmal Scanny. Damit der ein Level abkriegt. So, wen nehmen wir noch mit? Also Skull nehmen wir mit. Ja, schon sieht es ein bisschen schlecht aus, oder? Ja, Mette kannst du vergessen, habe ich nur die Anfänger. Scheiße. Okay, Donatello. Geht ein kleines Medipack. Das heißt eine Heilung. So, noch ein Specialist. Das heißt, ich habe zwei Heilungen draußen. Die müssen alle beide überleben, wenn es geht. Den kann man sogar noch umbenennen. So, jetzt habe ich noch zwei extra Jungs, die ich mitnehmen kann. Einmal Spark für extra Power. Ich brauche aber auch unbedingt hier noch Sachen. Hat der was anderes außer ein Rocket? Nope. Wer ist denn besser hier? Sparkbit oder Panzerbit? Macht doch gar keinen Unterschied, oder? Warte, was ist das? Das verbesserte gepanzerte Modell steigert die Schaden- und Heilwirkung des Bit-Drohnen. Die Bit-Drohne ermöglicht Spark-Ausführung. Das ist ja. Das ist doch die Drohne hier. Nehmen wir die. Die andere. Mal kurz überlegen. Also, Scharfschütze.
Ranger, zwei Medics, Sparky. Heißt, Granny könnten wir auch noch hier brauchen. Und dann schauen wir mal. So, bitte einmal eine Säuregranate. Die ist geil. Nehmen wir jetzt auch einen Rauch. Du bekommst auf jeden Fall die Blend. Bekommst du nicht? Bekommst du den Nano-Wester? Sehr gut. Meine Bunker. Gut, dass du wieder XCOM spielst. Schwierigkeitsgrad Commander. Wir spielen auf Commander. Keine Angst, gibt schon genug Leichen. Ich habe auch eine Mission neu starten müssen. Ich habe gestern hier 6-7 Stunden gespielt. Muss das nur splitten und auf YouTube knallen. Und dann wirst du sehen, dass ich zwei Aufträge hintereinander komplett versaut habe. Da habe ich dann Cut gemacht, habe gesagt, nee, kein Bock mehr. Nach 6-7 Stunden, 8-9. Und habe heute einen Auftrag von gestern wiederholt, damit ich überhaupt weiterspielen kann. Weil sonst hätte ich neu starten müssen. Und ich spiele nur Commander. Ich bereue es aber für mich. Ich möchte am liebsten auf Normal spielen. Aber kriegen wir schon hin. Warte mal, wo ist denn meine Plant? Eine Plant. So, da haben wir zwei Plants. So, wir haben ein paar Granaten mit Rauch. Und ein paar Plant. Das passt. Dann hast du hier hinten eigentlich noch keine weiter. Okay, starten wir einen Einsatz. Die Bunga, moin. Hättest du dich vor 5 Minuten gemeldet, hätten wir dich auch noch reinnehmen können ins Spiel. Die anschauen. Bist ja nicht erfahren, XCOM. Schaffst du schon. Echt? Das normale XCOM, ja. Ich weiß, ich habe damals, als war auf Chosen rauskam, habe ich mal auf Chosen gespielt. Ich habe dann aber an einem Punkt nicht weitergespielt. Ich weiß nicht, warum, da war irgendwas. Nicht spielmäßig, sondern glaub privat. Deswegen gibt es sehr viele Sachen, die ich auch nicht kenne. Und die gehen mir gerade tierisch auf den Wecker. Es ist bockschwer, gebe ich ganz ehrlich zu. Die KI bescheißt mal wieder vom Feinsten. Oder ich komme dir einfach nur kürzer. Aber es macht Spaß. Unsere Widerstandskontakte vor Ort haben uns gezeigt, wie wir in die Advent-Geheimeinrichtung kommen. Die Aliens haben alles dafür getan, den Ort geheim zu halten. Wir wissen nicht, was wir dort finden werden. Halten Sie die Augen offen und rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Gehen wir rein in die erste Anlage. Hier kommt Smark. Nähe. Infiltrieren und untersuchen Sie das Gebiet. Rechnen Sie mit schwerem Widerstand und neutralisieren Sie alle Feinde. Dann ist an die Iweg. Das heißt, ich muss einmal geradeaus durchrennen. So. Aber für die Fälle würde ich hier gerne speichern, das geht auch nicht. Aber hier, wenn du Option guckst, ne, ist gar nicht. Ich kann nicht speichern. Es ist aber Commander, also zweithöchste Schwierigkeitsgrad. Aber hier traue ich mich. Ich weiß nur, dass du früher im XCOM gezockt hast, das ist aber schon ein, zwei Jahre. Das war aber XCOM 1, das war cool. Das war saucool. Für diesen Max. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Ah, da gab's nur Blödsinn. Scanne Gebiet. Das hier ist XCOM 2 mit dem Addon War of Chosen und dieses War of Chosen ist echt übel. Ich bin jetzt froh, dass ich nach fast 12 Stunden Spielzeit es geschafft habe, 6 Mann aufs Feld zu kriegen. Oh, ich habe ja unendlich Zeit, deswegen machen wir da ganz langsam. Aber storymäßig bin ich noch ganz am Anfang, nach dem Punkt. Nach 12 Stunden bin ich noch ganz am Anfang der Story. Das ist das Schöne. So. Dann gehen wir mal ran. Schauen wir mal. Oder haben wir keinen? Ich würde am liebsten gleich hier hochgehen, aber weiß, was da oben hängt. Feuerschutz. Spargi, mach gleich hier einen auf Block. Der hat wenigstens 13 Lebenspunkte plus 3 Rüstung, das ist gut. Feuerschutz aktiviert. So, Snabe kommt gleich hinter Spargi. Der gute alte Warlord. Warlord hat hier aus Nähe Angst vor Fehlschüssen. Diese eine kann in Panik verfallen, wenn sie im Schuss einen Schuss verfehlt. Was ist das denn für ein Blödsinn? Warlord, wie bist denn du drauf? Wenn du daneben schießt und du wirst daneben schießen, hast du eine Chance in Panik zu geraten. Du spinnst wohl. Nicht mehr alle Latten am Zaun, oder wie? Alter, Warlord, was bist du für ein Sniper?
Perfektionismus. Wenn ich nicht treffe, habe ich Panik, dass ich auf keinen Einsatz mehr mitkomme. Was? Alter! Was ist? Habe ich auch noch nicht gesehen. Sowas. Fernhecken. Naja, wenn es etwas. Oh, ich gehe ganz langsam ran. Ich hoffe, dass hier ganz wenig Gegner drin sind. Ich bezweifle, dass es ein Laptop hier. Laptop hier läuft. In 2-3 Monaten bin ich lange. Wann hast du deinen Laptop geholt? So, alles im Feuerschutz, das heißt, wir greifen dann gleich mal dieses komische Vieh da vorne an. So, ich würde sagen, mal feuerfrei auf das komische. Weil es sind jetzt so viele Dings, davon musst du einer treffen. Auf dem Advent-Schildträger, immer feuerfrei. Dadurch werde ich aufgedeckt. Also keine Rolle spielt, weil die bewegen sich hier jetzt. Wenn die sich bewegen, habe ich genügend davon. Und ich hoffe, dass wir das Vieh erwischen. Weil das Vieh hat mich das letzte Mal sehr viele Jungs gekostet. Dieses Phantom. Sieben Schaden aufs Phantom, das ist schon mal gut. Schildträgerrüstung zerfetzt. Phantom daneben. Hydra daneben. Okay, das Phantom haben wir nicht einmal erwischt. Das ist Mist. Ach! Dann noch die Tanda. Na klasse. Spielern wie Tiers. Da muss man doch nicht einen PC verkaufen. Gibt so viele geile Spiele da draußen. Sehr gute, viele Spiele. Das erhöht jetzt die Schwierigkeit. Gerade diese Dame ist mal richtig ätzend. Ich muss den hier ausschalten, ja, ganz schnell. Der ist wichtig, alles andere ist egal. Weil der tut richtig weh. Alter! Okay, riesiges Problem. Hat jetzt ein Schild da unten. Hast du erst den, dann den ausschalten. Zum Glück habe ich davon einen Nahkämpfer. Bitte machst du platt. Komm, mach den platt, damit das Schild weg ist. Nein! Lass ihn stehen. Oh, Bot. Ich höre einen Bot. Das Schwert ist keine Waffe für halbherzige Angriffe. Lass mal übersteuern. Was ist das hier? Attacker. Greife einem Feind innerhalb Bewegungsreichweite mit einem starken Nahkampf. Lass mal übersteuern. Das ist sowas wie ein schönen Schuss. Was darf sich jetzt hier eigentlich daneben stellen? Und sollte jetzt auch schießen können. Geschützt 3 Schaden. Das ist saublöd. Okay, seine Decken ist schon mal platt. Aufs Dach geschossen, oder? Was ist das denn? Der sollte hier drauf schießen.
könnte nicht schon wieder durchdrehen. Okay, Phantomblatt, das ist gut. Okay, Schildträger. Und hier draußen waren Roboter. Und die Dame kommt ja jetzt auch noch gleich. Die müsste gleich nicht zu da sein. Das kann man schon mal hinstellen hier alles. Und alles im Raum verteilen. Was ist das? Was war das? Admins Gürmischer. 5, 6 Schaden. Ach du Scheiße, der macht 5 Schaden da hinten. 4, 5. So, erstmal blitzschnelle Hände. Auf alles schießen, was da ist. Alles gut. Mit der Pistole nochmal drauf schießen. Yes. Okay, 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 okay. Sieben steht aber noch. Er steht noch. Das ist das, was mir absolut nicht gefällt. Der vorne gefällt mir auch nicht. Bisschen Schaden. Bräuchte ich eine Granate, damit ich weiter erwische. Zum Glück habe ich einen Rocketwerfer. Ich muss jetzt hier so viele wie möglich ausschalten, weil gleich kommt nachher Dings hier. Guck dir das an hier. Kommt nicht ran. Scheiße. Weil gleich kommt nämlich Dings hier. Wie heißt sie? Warte, gab's irgendwas? Nee. Die hässliche Auserwählte. Ja, ganz sicher an die Säure rein, du spinnst wohl. Werfer? Den hier vorne erstmal weg. Den Lanzenträger, weil der kommt ran und betäubt. So, Lanzenträger ist weg. Da hinten steht jetzt auch offen. So, jetzt in dem Zug kommt hundertprozentig die Auserwählte. Und die wird so akkurat fucking hässlich. Jawohl, den hat's erwischt, der ist raus, sehr gut. Okay. Jetzt darf ich mich nicht um den kümmern, sondern erstmal nur um die Auserwählte, die jetzt kommt. Da kommt sie an die Rand. Schwein gehabt. Okay, darf ich mich doch um den kümmern. Erstmal ansniben. Ah, Miss. Sauber. Alle dürfen wir ganz kurz nachladen. Sich ein bisschen leicht verteilen. Bei Feuerschutz brauche ich nicht gehen. Bringt nichts. Wenn die jetzt kommt, hau die erstmal ein K.O. Das ist das Schlimme. Dann darf's reingehen. Guck, wenn wir so nah nebeneinander sind. Jetzt kommt's auch rein, jetzt haut sie mir irgendeinen um. Warte, boah, da ist er. Feuerschutz entfernt, benommen. Und jetzt rennt die weg. Das heißt, ich muss sie jetzt ganz schnell aufhelfen. Jetzt hat die auch noch hier eine Rüstung. Hoffentlich rennen die hinten in die Säure rein. Das ist ja geil. Fuck! Guck dir das an! Jetzt ruft die noch so ein Riesenvieh.
Ich hatte zwei Mann auf Feuerschutz, einer davon ist down. Okay, steht hier an der Ecke. Das heißt, ich muss jetzt dahin. Mist, einen von uns hat's erwischt. In diesem Zustand ist er für die Auserwählten leichte Beute. Auf die Beine stellen. Sofort. That's affirmative. So. Den holen wir erstmal hoch. Das ist gut. Skull nicht mehr benommen. Ich bewundere ihre Loyalität. Doch sie ist nutzlos. Ich muss nachladen, das heißt, ich kann die nicht bekämpfen. Er ist benommen. Sollte aber reichen hier. Für einen Nahkampfangriff. Ah, geht daneben. Machen wir erstmal den oder machen wir die Dame? Eigentlich muss ich heilen. Eigentlich muss ich mich daneben stellen. Hab ich noch mal Heiler? Warte mal, hab ich noch einen, oder? So, erstmal heilen. Tick wichtiger. Sollte vielleicht mal die Tür zumachen hier. Das wäre jetzt angenehm. So, 4 Trefferpunkte immerhin. Kannst du noch Tür zumachen? Geht das? Nee, scheiße. Okay, Vieh down. Ausrüstung auch eingesammelt. Sehr schön. Nun sehen Sie, warum die Auserwählten geschickt wurden, um sich dieser Sache anzunehmen. Bewegung wird ausgeführt. Er geht oben übers Dach. Was soll denn der Scheiß? Kannst du dich doch daneben stellen. Das explodiert, da kriegt die auch schon Schaden. Schaden 6. So sind das 4 bis Unschaden, aber ich zerstöre zumindest die Rüstung. So, Rüstung weg. Ich habe keine Angst vor ihren mechanischen Spielzeug. Jetzt steht der da drin, ach, das ist blöd. Nee. Der Feuerschutz bringt ja nichts. Okay, kriegt sie Granatenschaden plus diesen Explosionsschaden. Mein Bot erwischt zwar auch, aber nicht so stark, hoffe ich mal. Sauber, die Hälfte Lebensgut ist weg. Die brennt wahrscheinlich, wenn ich Glück habe. Kommt dran. Es gibt keinen Feuerschutz. Sie brennt, sehr schön. Oh. Miststück. Und jetzt haut sie wieder ab. Oder? Attacke. Das sind immerhin 9 Lebenspunkte, die ich jetzt draufhauen kann. Und vielleicht sogar ein bisschen die Deckung dahin zerstören kann. 9 Lebenspunkte drauf. Das ist gut. Mit dem Schwertkampf. Hier brennt's, das ist doof. Bitte mach sie platt. Bitte mach sie platt. Ausgeschaltet. 5 Fähigkeitspunkte erhalten. Das ganze Team. Glückwunsch. Jetzt darf ich nachladen. Jetzt fühle ich mich doch gleich viel sicherer auf dem Feld. Ist spurlos verschwunden. Ich habe das Gefühl, dass wir ihn nicht zum letzten Mal gesehen haben, aber zumindest konnten wir heute seine Pläne vereiteln. Lass mal dahin, erster Feuerschutz. So, jetzt erstmal bitte eine Front aufbauen. Alter, ist das ätzend, ist das Katastrophe. Der wird nicht so im Gang rumsteht, weil ich weiß, da draußen ist noch mindestens ein Gegner, das weiß ich. Und hier drüben hatte ich irgendwas Mechanisches gehört. Die Boomer hast du dir Spaß gegönnt mit dem Spiel, also. Es macht Spaß, durchaus, auch wenn es bockschwer ist.
wir hatten noch 10 Lebenspunkte und hatten noch 2 Rüstungen. Oh, na, dann wollen wir mal raus. Letzten Gegner suchen. Das hört sich nicht gut an. Keine Aktion mehr. Okay, dann geben wir den Zug ab. Und mir leuchtet es grün. Kann man da irgendwas machen? Ne. Okay. Wir schicken erstmal Spark vor. Spark hält eine Menge aus. Ich sehe aber keinen Geschützturm. Maximale Sensorenreichweite. Solid copy. Was ist denn aber hier dran? Double time. Okay, so wie es aussieht, sind der oder die Gegner in der Anlage selbst. Lebenspunkt daher sieht ganz okay aus. Ich habe zum Glück noch ein Medipack. Das ist glücklich. Das schauen wir mal. Wenn ich da drin bin, geht dann bestimmt die Verstärkung los ohne Ende. Wie gesagt, sollte es lecken im Stream, sagt Bescheid. Das kann durchaus passieren, gerade bei XCOM bei mir. Dann starte ich gerne mal das Spiel neu, dann leckt es auch nicht, etc. Wäre also sehr, sehr hilfreich. Ist gut, wenn der als Deckung fungiert. Ich weiß, dass da ein Gegner drin ist. Da wir gerne von oben so rein und dann von oben alles abschießen. So, Ambrosia macht's von der Seite. Läuft flüssig. Okay. Aber ich weiß, das hatte ich damals bei XCOM immer. Das Problem. Das dann geleckt hat. Da ist eine Tür, da ist eine Tür. Ich würde sagen, konzentrieren wir uns auf die Tür hier. Gehen wir erstmal ran und dann da unten alle rein. Komplett auf die Seite. Brachiale Gewalt. Aber man sieht schon jetzt, was das hier eigentlich ist für eine Anlage. Ich glaube, ich habe was gehört. Das sind lauter so komische Container. Ja, da werden Menschen irgendwie, was jetzt? Passieren? Ja. Jetzt nehmen wir erstmal diese Tür hier im Beschlag. Und ein Medipack habe ich noch, ein einziges. Schade, dass es für War of Chosen keine Longbow-Mod gibt. Gut, die normale habe ich auch bis heute nie geschafft, aber alleine die Idee dazu ist genial. Ein Medipack verbleibt mir, ein einziges. Ich weiß, einer steht da drin, das weiß ich. Sobald ich da drin bin in der Anlage, da, Bot. Noch die leichte Variante der Bots. Miss. That is not good. Noch ein Bot. Okay, jetzt können es Probleme geben. Jetzt eine schöne Säuregranate und ich wäre glücklich. Schildträger immer noch vorhanden, der muss raus. Ah,
dass die gleich schießen können, ist blöd. Sonst normalerweise machen die das ja nicht. Okay, zwei Schuss kommen noch. Mir geht es gut. Zum Glück nicht. Okay, Spark rein erstmal. Hier, wo Spark lang will, oben. So was Beknacktes. Ist egal, rennt er von oben rein. Hauptsache, der ist erstmal hier vorne. Macht einen Nahkampfangriff auf. Der Bot? Ne, sagen wir den hier. Der ist gut. Das ist der Suit hier. Damit der schon raus ist. Down! Entschuldigung für den vorzeitigen Tod. So, okay. Ich habe noch Granaten. Das ist gut. Kein Schildträger da hinten erwischen? Ja, aber die decken hier zumindest. Okay, was haben wir hier? 3-3, 5-6. Ja, ist auch blöd. Gehen wir ran. Und schmeißen jetzt eine Granate. Damit der Schildträger raus, damit er erst ja nichts macht. Moin, Captain Abel. Herzlich willkommen, Kanal. Gar kein VAT? Nee. Spiele ich derzeit nur so vorübergehend. Ich habe richtig Bock auf andere Spiele. Sowas wie XCOM zum Beispiel. So, der Nadello hat. Und ist noch ein Flash. Warum das, Captain? Mit 14 Tagen weg aus Deutschland. Ach, du kannst auch da drüben, kannst du auch noch gucken. Überleg mal. Wenn ich um die Zeit streame, wo ich jetzt streame, ja, dann ist es bei dir 8 Stunden zurück. Das ist dann Nachmittag, Captain. So ist er nicht. Und zur Not habe ich eben noch einen YouTube-Kanal. Das, was ich streame, ausgenommen IoT, da muss ich mal gucken nach sogenannter Non-Profit-Music, schmeiße ich auf Dings drauf, auf YouTube. Selbst hier, das spiele ich ins, spiele ich in einer Stunde. Da gibt es gar kein Internet. Nur Funkgerät oder Satelliten. Das ist ja nicht meine Schuld. Echt? Wo ziehst du hin? Nein, jetzt auch nicht. Kanada. Oh, der Typ haut ab. Gefällt mir gar nicht. Ich weiß, dass du nach Kanada ziehst. Das ist schade, Captain. Menes 1-5, Sie haben den Doktor gehört. Den Kanister sichern. Feuerschutzmodus aktiv. Tja, wenn du nicht weißt, wo der Typ ist, kannst du auch nicht drauf schießen. Dein Lebensamt dort verbringen. Oh, ja. Hört sich schon mal cool an, also. Das ist nicht. Er könnte heilen, okay. Heile doch bitte einmal hier. Das ist geil. Das ist schade, Captain. Das ist sehr, 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 sehr schade. Aber freut mich für dich. Weg von der Zivilisation. Ach, du wirst die vermissen. Und vor allem ist der Feuerschutz. Wenn ich Glück habe, erwische ich den. Ja, daneben ist schlecht. Servos aktiviert. So, den Hammer, das ist schon mal gut. So, jetzt könnte man eigentlich schon mal die Mission schon mal vorbescheißen. Ich schicke jetzt alle schon mal in die Dings, in die Evac-Zone. Komplett. Bis auf den letzten Mann. Und der letzte Mann wird sich das Ding da holen. So mache ich das jetzt. Damit kriege ich alle raus. Jetzt muss ich nur da oben raus. Da oben geht's nicht raus. Scheiße. Geht nur hier unten raus. Hier in der Ecke. Bis auf Spark schicke ich jetzt alle raus. Spark ist dann der letzte, der dann rumrennt. Und das dann auch macht. Und alle anderen stelle ich jetzt schon mal in die Evac-Zone.
Damit kriege ich den Kanister, weil ich weiß, sobald ich den Kanister hole, kommt Verstärkung ohne Ende. Oh, noch mehr Aliens. Okay. Da sind noch Aliens. Wenn ich Pech habe, oben geschützt rum. Also stellen wir jetzt alle hierher. Lade jetzt nach. Brücke vor zum Ziel. Aber Spark ist schnell. Der ist richtig flink. Der kann den Kanister holen und dann reinrennen. Den stellen wir dann auf das Feld da hinten, um noch ein paar Meter zu sparen. Dann kriege ich alle raus. 10 Jahre hat alles vorbereitet, der Captain. Der wünscht hier ganz viel Spaß in diesem Ländchen. Mögest du dort all das finden, wonach du gesucht hast? Habe ich dich erschreckt, Diggi? Das tut mir leid. Ja, bitte lass da oben kein Geschütz rumstehen. Bitte. Okay, jetzt alle dahinter flitzen. Das ist auch ein weiter Weg. Ah, Mutons! Okay, das ist jetzt ein Problem. Das ist ein riesiges Problem. 2 Mutons und so ein Ding. Das war jetzt vielleicht eine scheiß Idee. Okay, dann holen wir den Kanister noch nicht. Das war eine richtig blöde Idee. So, Spark geht nach oben. Jetzt muss ich da hinten erstmal alles freikämpfen mit den Mutons. Jawohl, kritisch. Hat aber die Rüstung nicht zerfetzt. Das ist schade. Jetzt muss ich Skull da draußen retten. Der steht nämlich unter heftigem Feuer. Bevor ich den Kanister auch nur ansatzweise hole. Jetzt muss ich wissen, mit wem der hier Teamwork hat. Auf jeden Fall nicht mit ihr, das ist blöd. Blend könnte ich da noch schmeißen. So, der entschwindet. Bitte überlebt das. Boah, guck dir das an, was die machen. Wie viel Rüstung brauchst du denn noch, um diese Typen da aufzuhalten? Er trifft. Skull down. Oh, Skull nicht down, Schwein gehabt. Aber ein Angriff kommt ja noch. So, Skull gleich dahin. Diese Drecks-Aliens, Alter, da könntest du dich aufregen über die Dinger. Ach, daneben. Muss das denn sein? Ja, warte. Den kannst du zu 76. Der haut doch bestimmt zurück hier. Weiß ich doch. Schwein Spark erstmal kommt runter. Und wenn wir hier ein Loch einspringen, ist das wurscht. Eine Rüstung zerschreddert. Ja, ja. Munition bald leer. Müssen wir kurz wechseln. Blitzschnelle Hände. Boah, steht noch. Steht immer noch. Okay, ein Muton down, das ist gut. Aber. Du kannst nicht heilen. Du kannst auch nicht heilen. So runter, hier unten ist ein bisschen Feuerschutz, weil da kommt ja gleich das andere, wie das komische Entschwundene.
Ich brauche jetzt irgendwo Herrn Medic. Zwei kritisch. Ah, jetzt wird's hässlich. Aber sowas von. Okay, okay. Erstmal einen Sniper nehmen. Jawoll. Rüstung. 5 Damage. Das ist soweit gut. Kurz gucken. Wer hat denn jetzt das Medipack? Hast du kein Medipack? Hast du auch kein Medipack? Ich habe kein Medipack mehr. Scheiße. Zumindest seine Deckung weg. Rüstung zerschreddert, steht aber noch. Das ist ein riesiges Problem. Ich habe ja auch nirgends Deckung hier. Mann. ...59, obwohl er ohne Deckung da steht. Sehr gut, den Hammer. Jetzt muss ich irgendwie Sparkner retten. Okay, Donatello holt Kanister. Das Ding da oben ist angeschossen, das weiß ich. Kann jetzt sogar Spark hin, wenn ich Pech hab. Ich hab ja auch nachgefragt. Okay. Kiste einpacken. Ah, jetzt kommt da Verstärkung. Geil oder geil? Das da drin wird wohl kaum Wasser sein. Schön, irgendwelche Messwerte? Keine Zeichen von Radioaktivität. Keine Energiesignaturen jedweder Art. Was es auch ist, es ist ungefährlich. Manus 1-5, wir haben die Beschaffung der Probe bestätigt. Rücken Sie zum Evakuierungspunkt vor. So, du darfst flitzen bis dahin. Positione confermata. Alles hier muss erstmal hinterherkommen. Feste Deckung und Feuerschutz. Position bestätigt. Verdammt, das brauche ich jetzt. Mir entgeht nichts. Alles jetzt rüber und Feuerschützen hier. Positiv, wenn die kommen, dann schießen die nicht gleich. Rennen und nachladen. Okay, Spark verloren, das ist schlecht. Ah, das war ein geiles Ziel, das Spark. Kann ich aber, glaube ich, neu bauen. So ist nicht. Gleich 3, nicht einer, sondern 3 davon. Plus das eine Vieh, was da hinten noch auf Dings ist. Okay, einer down. Sechs plus eins Rüstung. Das ist für mich schlecht. Weil er ziemlich nah kommt. Wenn er jetzt da vorne explodiert, habe ich nämlich ein Problem. Erzähl mir keinen Scheiß, du kannst dich schmeißen. Wollte schon sagen. Ah, oh, der kann jetzt hier sofort. Ne, kann er nicht. Erstmal dahin. Sauber. Nahkämpfer ist raus. Erledigt. Munition ist gleich alle. Einmal dahinter, damit ich hier nichts dann darauf komme. So, mit der Pistole. Geht zum Sprengring. Jetzt die anderen Jungs ranziehen. Weil der ist ja immer noch das eine Ding da. Und gleich hier auf Feuerschutz. Immer und immer wieder Feuerschutz gehen hier. Das eine Vieh ist nämlich auch noch da. Ich habe keine Medic mehr.
Ich habe zwar nur einen Verlust, einen Spark. Das ist... Ah, das ist Mist. Hätte ich lieber einen Rekrut verloren, ganz ehrlich. Ach, ich werde noch gleich verlieren, wenn das weiter so geht. Jetzt nehmen wir erstmal den letzten. Wenn der letzte reinkommt, kommen alle rein. Jawohl. Ich probiere jetzt alle da oben reinzustellen. Einer schafft's nicht. Okay. Einer schafft es nicht. Zwei schaffen es nicht. Und liegt das an der Dame, weil die irgendwas blockiert? Okay, eine Person ist safe. Er hat nur noch einen Lebenspunkt, das heißt, der muss sofort raus. Okay, blockiert hier, okay. Es kommt raus. Vielleicht kommen die hinten zwei auch raus, wenn ich Glück habe. Come on. Jawohl. Damit haben wir schon mal drei evakuiert. Die, die angeschlagen sind, sind draußen. Wunderbar. Abkürzen. Hier noch nicht. Komm schon, du musst es schaffen. Ja, schafft er. Sauber. Ich kann jetzt komplett evakuieren. Raus aus der Mission. Nice. Wunderbar. Nur Spark verloren. Das ist scheiße. Aber ich kann mir zum Glück noch einen bauen. Aber wird eine Weile dauern. Den wird hochzuleveln. Der war schon Stufe 3. Viel zu viele Verluste. So, trotzdem. Mission erfolgreich. Trotz Verlust eines Sparks. Schade. Ich brauche unbedingt die bessere Rüstung. Wir haben Advent dort getroffen, wo es weh tut. Dies war ein Ort, den nie ein liebender Mensch hätte sehen sollen. Ich freue mich, dass er zerstört ist. Aber irgendwas sagt mir, dass die Aliens das nicht so leicht hinnehmen werden. Ja, glaube ich auch. So, 15 von 16 Gegner, einen habe ich nicht erwischt. Ich glaube, Bergen haben wir, gebogen haben wir auch nichts. Den Bürgern von Advent versichern, dass unsere Friedenshüter alles Notwendige tun, um weitere Angriffe durch kriminelle Elemente zu verhindern. Können wir drei Urteile noch gut abwerfen? Die Ältesten haben vollstes Vertrauen, dass wir jegliche Bedrohung für unseren Frieden abwenden können. Captain, ich habe keine Ahnung von Autos, Captain. Absolut nicht im geringsten. Das ist ja das Schlimme. Doch macht ja nichts. Immerhin können die Auserwählten ausgeschaltet werden. Nun, vorübergehend. Sparkdown. Drei Einsätze. 11 Kills. Alles schwer verwundet. So, okay. Hermit Klingmeister. Rekrut hat überlebt. Hermit Medic-Protokoll. Wunderbar, da freue ich mich. Noch Medic-Protokoll. Damit habe ich zwei einsatzfähige Medics. Und der Granny kriegt natürlich Sprengschutz. Lebt er länger. Nachteil 21 Tage, 6 Tage und. Das ist echt übel und alle haben besten Zusammenhalt, mehr oder weniger. Trotzdem fehlt mir jetzt wieder ein Mann. Nehme ich einen Spark. Wenn wir das scheinbare Produkt der Geheimeinrichtung gefunden haben, wird es sicher einiges an Zeit und Ressourcen kosten, den wahren Zweck dieser Substanz zu erforschen. Ich beginne sofort mit den Vorbereitungen für eine gründliche Analyse, Commander. Und wie man sieht, ich habe keine Leiche gebogen. Das ist schlecht, ich brauche die Leichen. Alien-Verschlüsselung darf ich jetzt machen. Die Abläufe innerhalb der Geheimeinrichtung scheinen noch besorgniserregender zu sein, als ich zunächst befürchtet hatte. Die Aliens haben zweifelsohne etwas Schreckliches begonnen. Ich überlasse die Untersuchung Ihnen, Commander. Captain, ich habe keine 12.000. Muss ich leider ablehnen. Ich bin gerade so froh, wenn ich auf 100 komme. Schließe die Alien-Verschlüsselung ab. Die Aliens nutzen eine Verschlüsselung, die wir noch nie gesehen haben, geschweige denn verstehen. Wir müssen den Code irgendwie knacken. Aber das wird wohl eine Weile dauern. Ich will es ja nicht sagen, ich habe noch 7 Soldaten und ich habe 10 Verwundete. Das ist... Ja, das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist... Scheiße.
Krankenstation kommt auch bald. Das ist gut. Schnell in den Testbereich. Wo ist er? Hier. Wir haben die gleich mal noch einen Spark-Bau gehen. Ist bereit für die Produktion, Commander. Wir bauen den Schädelstecker auf Ihrem Befehl. 20 Kristalle, 2 Kerne und 100 Vorräder. Aber das ist zumindest ein Mann, den ich brauche. Ich melde mich, sobald wir fertig sind, Commander. In 35 Tagen hätte ich einen Spark. Jetzt darf 4 Tage lang nichts passieren. Sag mal 10 Tage. Wenn 10 Tage jetzt nichts passiert, bin ich glücklich.